Hallo und herzlich willkommen bei Kochen mit Kopf. Mein Name ist Flora und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause in dem AMC Premium System ein leckeres Bauernfrühstück zubereitet. Viel Spaß beim Zuschauen! Und jetzt geht's los. Zuerst habe ich natürlich vorbereitet, und zwar habe ich die Kartoffeln in kleine Stücken geschnipselt. Und zwar mag ich persönlich das lieber, die rohen Kartoffeln in der Pfanne in kleinen Stücken zu schneiden als in Scheiben. Gefällt mir persönlich besser. Macht es nach Belieben, wenn ihr lieber Scheiben mögt, dann lieber Scheiben. Wir brauchen etwas Öl, wir brauchen ein paar Schinkenwürfel, etwas Zwiebel. Das Ei habe ich schon mal in dem beliebten Quick Cut, den kleinen Zerkleinerer, zubereitet, also geschlagen. Salz und Pfeffer und gegebenenfalls auch leckeres AMC-Gewürz. Als erstes stelle ich jetzt meinen Navigino an. Ich stelle ihn auf die höchste Stufe, das heißt die Stufe 6. An eurem Herd ist es natürlich die höchste Stufe. Bitte beachtet, dass ihr bei Induktionsherden bitte nicht die Power-Taste oder die Booster-Taste benutzt. So, und jetzt heizen wir auf bis in das Fleisch- und Bratfenster und dann habe ich die perfekte Temperatur zum Braten für die Bratkartoffeln. Währenddessen habe ich jetzt die Bratkartoffeln halt schon in kleine Würfel geschnitten, werde jetzt etwas Öl, das ist ungefähr ein Schnapsglas, mit hinzugeben. Schließe das Ganze mit dem Deckel. Und jetzt schüttle ich. Nein, ich bin kein Barkeeper. Ich bin Showköchin für AMC. Hat folgenden Grund, die Kartoffeln vermengen sich jetzt mit dem Öl vorab. Und so kann ich das komplett in die heiße Pfanne dann hineingeben. Natürlich kann ich ja auch noch den Piepser verwenden, denn dieser erinnert mich, wann die Temperatur erreicht ist. Ich setze ihn einfach drauf, stelle das Fleischfenster ein und er spiegelt sofort die Temperatur wieder und ruft mich, wann es soweit ist. Währenddessen kann ich schütteln. Des Weiteren habe ich mir dann noch einen gut gefüllten Teelöffel gute Butter hinzugefügt bzw. bereitgelegt. Noch etwas Bohnenkraut und ein paar Kräuter, Schinkenwürfel und ja, jetzt werdet ihr gleich sehen, wie ich die Bratkartoffeln in der AMC Premium Pfanne zubereite. Die Temperatur ist erreicht. Ich drücke jetzt einmal in der Mitte den Knopf, dann ist er ruhig, der Piepser. Jetzt drehe ich mir noch einmal die Pfanne so zurecht, dass ich die gut handeln kann. Hänge den Deckel in die Deckelgarage ein und werde jetzt die in Öl geschwenkten Kartoffeln hineingeben. Währenddessen drehe ich jetzt den Navigino noch auf die Stufe 3 zurück. Also ungefähr die Hälfte und gebe die Kartoffeln hinein. Ihr seht, ich habe jetzt den Piepser noch drauf gelassen. Drehe mir mal den Deckel zurecht. Und jetzt seht ihr ja hier diese zwei kleinen Pfeile. Die Pfeile bedeuten der Wendepunkt. Das heißt, wenn die Kartoffeln jetzt hier hinten diesen Wendepunkt erreicht haben, das sind ungefähr 90 Grad, dann kann ich die Kartoffeln wenden. Das Ganze mache ich jetzt 3-4 Mal. Übrigens, vorher, also bevor ihr die in Öl schwenkt, habe ich euch ja einmal gezeigt, dass ich die gut abgetrocknet habe. Das heißt, diese nassen Kartoffeln habe ich die Stärke richtig schön mit Küchenrolle abgetrocknet. Und dann habe ich die schön in Öl geschwenkt.
Jetzt ist dieser kleine Punkt hier schwarz gefüllt. Das bedeutet, wir haben den Wendepunkt erreicht. Ich sage jetzt einmal okay, dass er ruhig ist. Gebe den Deckel wieder in die Deckelgarage. Und jetzt schließe ich den Deckel wieder, nachdem ich gewendet habe. Ihr seht, die Kartoffeln haben schon ordentlich Farbe angenommen. Und durch den geschlossenen Deckel garen natürlich auch die rohen Kartoffeln richtig schön durch. Jetzt warte ich wieder bis zum Wendepunkt und das Ganze führe ich jetzt ungefähr 3-4 Mal durch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt nicht genug Hitze, dann stellt einfach noch eine Stufe höher. Ich gebe jetzt einfach noch mal kurz eine Stufe mehr Gas, das heißt, ich schalte von Stufe 3 auf Stufe 4 und schau einmal, wie schön sich die Kartoffeln dann lösen. Durch das ständige Schließen des Deckels entsteht ja auch Kondenswasser im Deckel. Ein kleiner Hinweis oder ein kleiner Tipp ist von mir, einfach den Deckel mal mit etwas Küchenrolle auswischen. Somit spritzt das Wasser nicht wieder in das heiße Öl und ihr spart euch halt lästiges Spritzen. Wenn ihr rohe Kartoffeln zubereitet, achtet vielleicht darauf, dass ihr die Würfel nicht ganz so groß macht, damit diese schneller durch sind. Und ihr könnt dasselbe natürlich auch mit schon gegarten oder schon gekochten Kartoffeln mit Kartoffelresten machen. Das Prinzip ist immer dasselbe, nur dass ihr halt dann in die heiße Pfanne das Öl reingebt. Oder ihr könnt auch mit Butterschmalz arbeiten, könnt den schön verteilen. Ihr seht ja, wenn der dann flüssig wird, dass ihr dann die schon vorgegarten Kartoffeln hineingebt. Das Prinzip mit dem Wendepunkt ist immer dasselbe. Wenn ihr jetzt schon eine Weile lang gewendet habt und ihr habt die richtige Bräune für euer Empfinden gefunden, der Kartoffeln, dann könnt ihr jetzt die Zwiebeln und den Schinken reingeben. Grundsätzlich lasse ich immer erst die Kartoffeln vorher schön garen und gebe die Zwiebeln und den Schinken zum Schluss hinein, denn auch da habt ihr nicht das Ergebnis, dass die Zwiebeln und der Schinken richtig verbrannt sind, sondern ihr habt noch den ordentlichen, klassischen Zwiebelgeschmack mit dabei, der Schinkengeschmack ist mit dabei und ihr könnt natürlich auch nach Belieben würzen. Ich schließe jetzt noch einmal kurz den Deckel, dass auch die Zwiebel ordentlich andünsten, denn durch das geschlossene Garsystem funktioniert halt einfach dieser wunderbare Kreislauf des Garprozesses und es trocknet nichts aus, denn der Dampf, der Wasserdampf, der heiße Dampf wird ja hier im Topf bzw. in der Pfanne gehalten. Jetzt mache ich Folgendes, ich nehme jetzt den Piepser runter, ich schalte ihn aus, denn diesen brauche ich jetzt nicht mehr und werde jetzt nochmal alles schön durchmengen.
habe jetzt hier noch etwas Bohnenkraut übrig, werde jetzt hier einfach mal mit den Fingern das Bohnenkraut so ein bisschen abzupfeln, noch mit dazugeben, vom Stängel entfernen. Und das bringt noch mal so ein bisschen frischen Kräutergeschmack mit hinein. Ihr könnt natürlich auch Petersilie noch mit dran machen und wie gesagt, je nach Belieben das Ganze würzen. Es geht ganz gut mit den Fingernägeln hier die Blätter noch abzustreifen. Ich drehe jetzt den Navigenio, würde ich jetzt normalerweise abdrehen, jedoch möchte ich ja noch das Ei machen. Das heißt, ich setze jetzt hier den Deckel wieder auf, drehe oben ab. Das bedeutet, jetzt kommt der ganze Wasserdampf, die Feuchtigkeit raus. Es bleibt schön knusprig von außen und innen natürlich saftig. Stell mir jetzt den Topf bzw. die Pfanne einmal beiseite. Und das Wunderbare an AMC ist natürlich, ich kann hier auch den Griff einfach für die nächste Pfanne verwenden. Ich wechsle jetzt einfach den Griff, heize jetzt die Open ganz langsam auf mit Stufe 5 und nutze jetzt natürlich weiter die Wärme des Navigenios. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt nutze ich hier meinen gut gefüllten kleinen Teelöffel mit guter Butter und werde diese jetzt hier ordentlich verteilen. Und ihr seht, er hat schon viel, viel Hitze. Ich drehe auch jetzt schon wieder auf die Stufe 1 zurück. Denkt dran, oftmals ist es ein Temperaturproblem. Wenn euch bestimmte Sachen manchmal anbrennen, dann nehmt einfach etwas Temperatur runter. Nutzt die gute Hitze des Akkotherm-Kapselbodens, der Pfanne. Und wenn jetzt die Butter hier so schön Blasen schlägt, wie ihr das seht, dann können wir das Ei bereits hineingeben. Ich habe das Ganze jetzt schon hier zurecht gemischt. Und nun gebe ich das Ei drauf. Ich lasse jetzt einmal von ganz unten kurz Hitze geben. Und wenn ich jetzt sehe, das Ei, das wird langsam von unten fest, gebe ich dann die durchgezogenen Kartoffeln mit hinzu. Nun habe ich mir jetzt einen guten, passenden, großen Teller rangeholt und jetzt geht es gleich los. Und zwar schau einmal, wie das Ei, ja, jetzt werde ich hier einmal die Kartoffeln befüllen auf das Ei. Ich bin jetzt nur noch auf Stufe 1. Ich kann jetzt auch runterdrehen. So, und jetzt seht ihr schon, wie wunderbar sich das Ei hier löst. Natürlich mit Kleckern. So, und jetzt geht der Zaubertrick los. Also, passt auf. Ich nehme einfach mal noch die eine Kartoffel hier weg. Der Vorteil ist, die Open, die ist wunderbar handlich, vor allem die kleine. Das heißt, ihr setzt einfach einen Teller hier oben drauf, wendet das Ganze und tada, ihr habt ein wunderbares Bauernfrühstück. Ihr seht, wir könnten, es ist noch genügend Fett von der Butter da. Wir könnten jetzt auch noch ein weiteres machen. Ich belasse es jetzt bei den Eien. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie es euch gelungen ist und wie ihr euer Bauernfrühstück auch zubereitet. Habt ihr noch einen besonderen Trick? Dann schreibt mir das doch einfach mal unter die Kommentare. Ich freue mich immer riesig über ein gutes Feedback von euch. Gebt mir einen Daumen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Drückt noch die Klingel, die erinnert euch nämlich dann immer, wenn ein neues Video kommt. Und
Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei Bratkartoffeln mit einem leckeren Ei bzw. ein Bauernfrühstück. Bratkartoffeln mit Spiegelei habe ich ja auch schon mal gezeigt. Und ja, erzählt doch einfach mal, wie euch die Bratkartoffeln gelingen oder das Bauernfrühstück. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch alles Gute und bis bald, eure Flora. Tschüss! Wenn ihr auch gern einmal leckere Rezepte bei einem Live-Kochen erleben möchtet, dann schaut auf kochenmitkopf.de vorbei und meldet euch bei einem der nächsten Termine an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert hier oben kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein Video mehr verpasst. Und hier unten geht's zu einem weiteren leckeren Gericht zum Nachkochen. Also viel Spaß dabei und lasst es euch schmecken!